eröffnen heute die Ausstellung 25 Millions von Chiomara Bender hier in der Leica Galerie in München. Und dazu begrüße ich ganz herzlich. Chiomara hat in 9 Reisen in 10 Jahren einen Kosmos fotografiert aus dem Land Nordkorea, der seinesgleichen sucht. Sowas gibt es einfach kein zweites Mal. Sie hat überaus mutig sich hineingewagt in die unterschiedlichsten Bereiche dieser Gesellschaft dort und hat Sachen herausgearbeitet, die man so noch nicht gesehen hat. Es ist bei ganz, ganz vielen Komplexen und eben auch beim großen Komplex Nordkorea ganz, ganz wichtig, sich ein eigenes Bild zu machen. Und das kann man eben tun, wenn man dorthin fährt oder wenn man hier in die Ausstellung von Chiomara Bender kommt. Viel Freude damit. Chiomara, willkommen in der Leica Galerie München. 25 Millionen, genau. Der Titel deiner aktuellen Ausstellung. Spannend, es geht um Nordkorea. Aber bevor wir über die Bilder sprechen, würde ich gerne noch mehr von dir wissen. Ja. Du hast eine sehr abenteuerliche Kindheit, wie ich weiß, und das Reisegehen liegt dir im Blut. Ja. Wie bist du überhaupt Fotografin geworden? Ja, wie du richtig sagst, also ich würde schon sagen, dass ich in einer kosmopolitischen Familie aufgewachsen bin und einen Vater habe, der seit 50 Jahren diesen Planeten bereist und mit Worten auch beschreibt. Und so würde ich sagen, habe ich mich dann so Mitte 20 eben auf die Suche gemacht, einen Weg zu finden, wo ich eben meine Leidenschaft, das Reisen, auch zum Beruf machen kann. Und im Gegensatz eben zu meinem Vater, der das Medium des Wortes benutzt, war es dann sozusagen bei mir das Bild. Und so würde ich sagen, ist die Fotografie heute das, was es mir ermöglicht, die Welt zu bereisen, sie zu beobachten, sie festzuhalten und dann eben meine, / eine Geschichte schreiben zu können. Schön, schön. Es ist sehr beeindruckend, wenn man live vor deinen Bildern steht. Riesige Formate, ja. Raumfüllend, unglaublich, atemberaubend. Warum Nordkorea? Ja, Nordkorea hat sich irgendwie so über die Jahre ergeben. Ich war ja das erste Mal 2011 da. Da hatte ich noch nicht wirklich einen Plan daraus, jetzt ein Projekt zu machen, wie das, was es heute ist. Und dann kommt man von so einer ersten Reise zurück und fragt sich dann, ist man auch indoktriniert, nur weil man jetzt plötzlich ein Verständnis auch für Land und Menschen bekommt. Und ich würde sagen, so wie man, wenn du dir vorstellst, wenn man 2 Wochen nach Israel geht, dann versteht man plötzlich die Israelis, dann zieht man weiter nach Palästina und versteht plötzlich die Palästinenser. Und so habe ich einfach dieses Land lieb gewonnen, vor allen Dingen durch die Menschen. Und wie du ja vorhin schon gesagt hast, der Titel der Ausstellung 25 Million bezieht sich ja auf die Einwohnerzahl. Und Nordkorea sprengt sozusagen natürlich auch die Gesellschaft so, ne, im Dialog darüber. Und ich würde sagen, natürlich ist es eine Diktatur und es gibt Atomwaffen und Menschenrechtsverletzungen und all diese Dinge. Aber es gibt halt eben auch so viel mehr, unter anderem eben 25 Millionen Menschen, die sich irgendwie versuchen, in Nischen trotzdem ihr Leben zu organisieren. Und ich habe auch wahnsinnig viel Schönes erlebt immer wieder in diesem Land. Und deswegen möchte ich gar nicht das eine ausschließen, weil das kennen wir ja, das hören wir ja ständig und täglich in den Medien. Aber es gibt halt eben noch so viel mehr. Also 2011 warst du das erste Mal in Nordkorea, richtig? Und wie oft warst du in Nordkorea? Insgesamt jetzt 9-mal. 9-mal, wow. Ja. Okay. Und sag mal, es ist sehr kompliziert, richtig, dort einzureisen, dort Bilder zu machen, sich den Leuten so zu nähern, wie du das geschafft hast? Also ich würde sagen, man ist natürlich nie unbeobachtet auf so einer Reise. Ich bin auch immer noch in Begleitung und das wird auch noch einige Jahre so weitergehen. Aber es gibt schon ein großes Vertrauen, das ich auch empfinde. Und von daher denke ich schon einfach auch über die lange Zeit und auch die Freundschaften, die ich innerhalb des Landes geknüpft habe, die auch nur existent sind, wenn ich dann da bin, weil es gibt ja keine Kommunikation nach außen, ist eben aber trotzdem ein großes Vertrauen da und ich bin vielleicht auch so ein bisschen Segen und Fluch zugleich, ne?
weil sie wissen ja, was ich mache, sie wissen, dass ich Fotografin bin. Das heißt, deine Reisen nach Nordkorea waren jetzt die letzten 10 Jahre. Und sag mal, was hat sich denn verändert in den letzten 10 Jahren in Nordkorea? Ja, irre viel hat sich da verändert. Also als ich das erste Mal 2011 da war, da hat Kim Jong-il noch gelebt. Und deswegen habe ich jetzt diese ganzen 9 Jahre Kim Jong-un eigentlich auch dokumentieren können. Und das ist ja auch sozusagen die Idee dahinter, was ich vorhin ja, als wir noch bei dem Bild standen, der Frau im Bus mit Jürgen Schadeberg, der Südafrika über viele Jahre, Jahrzehnte porträtiert hat, habe ich jetzt halt die Chance, Nordkorea so zu dokumentieren und den Wandel festzuhalten. Und wenn ich mich daran erinnere, wie ich das erste Mal 2011 da war auf den Straßen nicht viel los. Die Leute haben sich abgewandt, es war alles eher grau in grau. Und die Medien, würde ich sagen, haben das erst so die letzten 2 bis 3 Jahre angefangen, so auch zu beschreiben, wie ich das schon viel länger sehe. Schon 2015 und 2016, also die Straßen sind jetzt belebt, es gibt ein Stadtleben. Die Frau kleidet sich modischer, hat hochhackige Schuhe, Hüte, so ein bisschen wie China in den 80er Jahren. Es gibt kleine Cafés, es gibt Verkehr vor allen Dingen, es gibt jetzt Taxiunternehmen, es gibt 5 Taxiunternehmen. Also es ist halt ein spürbarer Wandel schon lange begonnen und das wäre mein Wunsch. Corona kam jetzt so ein bisschen dazwischen, das fehlt mir jetzt 3 Jahre. Hätte ich natürlich gerne jetzt erlebt, wie das Land, wie die Situation im Moment ist, aber eben, sobald ich kann, werde ich wieder reisen und das hoffentlich die nächsten 40, 50 Jahre. Shimara, wir sitzen hier in der Leica-Galerie, wir schauen auf deine Bilder, du fotografierst viele Jahre mittlerweile. Wie kamst du zu einer Leica-Kamera? Die Marke Leica begleitet mich eigentlich auch schon mein ganzes Leben, auch wenn ich noch nicht lange mit ihr fotografiere. Also ich habe jetzt seit 5 Jahren die SL1, dann habe ich sie in die SL2 eingetauscht. Aber mein Vater hatte damals in den 70er Jahren schon eine Werkskamera von Leica und hat mir sein Leben lang eben von dieser Kamera immer vorgeschwärmt. Und ich war aber immer der Meinung, dass man sich eine Leica nicht nur finanziell erarbeiten muss. Irgendwann kam dann halt eben der Punkt, wo ich es mir finanziell auch leisten konnte und wo ich auch irgendwie fotografisch in eine andere Richtung gehen wollte und habe dann eben angefangen mit kleinem Equipment, das heute etwas größer geworden ist. Und ich würde schon sagen, dass sich auch durch Leica meine Fotografie verändert hat. Also ich habe immer noch das Gefühl, dass es, also so ein analoges Gefühl, wie als hätte ich nur 36 Bilder, auch wenn es natürlich eine digitale Kamera ist. Aber ich fokussiere mich mehr aufs Wesentliche. Ich zücke sie auch nicht mehr in jedem Moment, der irgendwie zu Anfang wünschenswert erscheint. Es ist alles verdichteter. Ich mache höchstens noch 1/4 der Bilder, die ich vorher gemacht habe. Und deswegen könnte ich mir gar keine andere Kamera mehr vorstellen. Shimara, du machst ja sehr, sehr enge Editionen, richtig? Ja. Von den großformatigen Bildern sind es 3 jeweils. Genau. Und von den kleineren Formaten 5 Bilder, die man kaufen kann nur. Ja. Das sind ja sehr, sehr enge Editionen, aber das macht es nicht sehr wertvoll für die Kunstsammler. Ja. Was mich aber besonders interessieren würde natürlich, was für eine Geschichte steckt hinter dem Bild? Ja, das ist meine unbekannte Nordkoreanerin, die ja auch auf meinem Buch dann auf dem Titel gelandet ist. Die habe ich 2015 fotografiert am Kim Il-sung Square in Pyongyang. Das ist da, wo die großen Paraden immer stattfinden. Und da kam sie in diesem Bus angefahren, zu einer Zeit, wo sich die Menschen eigentlich Touristen noch nicht so zeigen sollten oder sich eher abwenden sollten. Und sie hat mich ganz bewusst dieses Bild machen lassen. Also ich habe auch 2 Bilder, da guckt sie mich direkt an, habe mich dann aber schlussendlich für das entschieden, wo sie ihren Blick schweifen lässt. Total interessanter Blick, ja. Nachdenklich in die Ferne schaut. Und die längere Geschichte dazu beginnt eigentlich mit einem, wir haben ja alle als Fotografen auch so unsere Idole. Und einer von den großen Fotografen, die ich sehr mag, ist Jürgen Schadeberg. Und der hat sozusagen in den 50er Jahren schon
Südafrika porträtiert und die Menschen dort in einer Zeit, wo man noch nicht wirklich viel wusste über Südafrika. Also sozusagen das Thema Südafrika damals und Nordkorea heute. Und in dem Sinne eben das Stichwort Apartheid, ne? Also auch über Jahrzehnte hinweg für unüberwindbar gehalten, aber letztlich dann eben überwunden durch die Diskriminierten selbst. Und das ist halt eben das, was ich auch in diesem Blick von ihr sehe, das, was halt sozusagen jeher alle Menschen verbindet, also der Wunsch nach einem freien und auch selbstbestimmten Leben. Und gerade bei dem Bild finde ich, denke ich, wenn man sich die Mühe macht und hinsieht, dann sieht man auch mehr als nur ein totalitäres System. Und du hast es ausgesucht als Titelbild von deinem Buch, ja? Ja. Hier bei dem Motiv, als es entstand, warst du mitten in der Parade, richtig? Ja, mittendrin. Was ziemlich unglaublich war, weil ich bin auch eben im September extra dahin gereist. Man weiß immer nicht genau, was darf man erleben. Das wird alles immer ein bisschen so im Moment auch entschieden. Und ich habe den ganzen Morgen eigentlich ein bisschen liebenswert Druck gemacht und immer wieder gefragt, ob wir jetzt hinfahren können. Und dann kam um kurz vor 12 auch der Anruf, endlich. Und es hieß, ja, Shiomara, wir dürfen. Und dann sind wir da hingekommen und links und rechts kamen schon die ganzen Konvois entlanggefahren mit Soldaten und Soldatinnen auch, mit Blumen und Luftballons. Also eine relativ positive Parade, wenn man sie jetzt vergleicht mit den Paraden, die man oft so auch in Nordkorea gesehen hat. Und das Bild konnte ich nur machen, indem ich halt noch ein bisschen näher rangehen konnte und auf dem Mittelstreifen, die Straßen in Nordkorea sind ja relativ groß und breit, war Staatsfernsehen, die halt eben gefilmt haben und dann bin ich kurzerhand über den, habe einen Konvoi noch abgewartet und bin dann auf den Mittelstreifen gerannt und war mir auch nicht sicher, wie lange ich jetzt da bleiben darf. Sie haben sicherlich auch überlegt, ob das eine gute Idee ist, fing dann aber an, mich zu filmen. Okay. Und mir war es aber in dem Moment möglich, so nah ranzukommen und dieses intime Porträt auch zu machen. Also einige habe ich zwischendrin auch immer wieder, haben mir ihre Hände hingehalten und ich habe sie abgeklatscht und und dabei ist eben dieses sehr persönliche, intime Porträt entstanden. Und ich würde schon sagen, dass auch die Freude, die ich an dem Tag erlebt habe, dass die wirklich echt war. Und eben, es waren sehr viel weniger Raketen und Waffen, die zur Schau getragen wurden. Also es war schon ein bisschen eine andere Zeitrechnung. Ja, du hast einen direkten Blickkontakt zu dem Soldaten. Ja, interessanter Blick, wirklich. Ja, und auch so offen. Gell?